Morgen, Jungs. Peace. Eine weitere Runde SAP Containment Breach Version 081. Du hast ja auf Euclid gemacht, das mache ich jetzt auch. Oh, ein Nachahmer. Wir wollen hier identische Bedingungen schaffen. Hm. Ich habe wie lange durchgehalten? Fast. Eine halbe Stunde. Ja, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ja, abzüglich hier vom Menü und Ladezeiten und alles. Ja. Eine halbe Stunde. Das Video war knapp über eine halbe Stunde, so 1,30 Minuten. Schauen wir mal, ob es eine weitere XXL-Episode wird. Oder ob die Episode nach 5 Minuten vorbei ist. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen letztes Mal. Ja. Ich hab nur diesen blöden Viech ins Gesicht geschaut. Was ist drin, Mann? Na? Gerade eben war er noch da. Das ist saublöd. Maske und durch. Geht nicht. Dann warte hier. Das ist gut. Jetzt. Nee, du musst noch ein Blinzeln. Ist immer noch da. Ha! Genatzt, Junge! Dem haben wir gegeben, ey. Hat er wohl gedacht, er könnte hier. Kein Navigator, nix. Eine rote Tür. Ein roter Raum. Okay. Ah, sehr gut. Eine graue Tür und trotzdem ein roter Raum. Habe ich kein Problem mit. Dann machen wir das so. Cool wäre, wenn wir irgendwann über diese Brücke darüber laufen können, die da oben drüber geht. Glaube ich aber nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Die ist und bleibt für Deko. Die nur zur Orientierung, glaube ich. Ja, das auch. Ah, schon wieder. So. Auch mal left and right schauen, mal gucken, ob da was checken ist. Jetzt erstmal die Flanken hier. Die Guard. Mach keinen Scheiß! Sick shit, Junge! Der geht crazy! Da drin, ey. Der followed. Meinst du? Glaube ja. Das ist die Aufgabe vom Spieler, der kommt jetzt hin. Shit, shit, shit! Wow! Nichts passiert. Stand immer auf den Zetteln Follows. Follows, always watches, no eyes. Dann das eine, wo nur Bäume drauf waren. Ja, genau. Ah, sehr gut. Go to the tower, they said. It'll be safe, they said. Ja. Ah. So. Keycard insertiert. Ne, mach ich nicht. Lag das nicht drin? Was ist das? Wieso ist ein. Fällt es auch auf, dass alles rot leuchtet? Ja. Es war schon im. Dr. No. Was? Ah, wird das so ein Scheiß? Okay. Nichts Neues. Das da. Ein Origami. Da. Mach ein Origami. Ich mach kein Origami. Doch, du machst Origami. Nein. Wette nicht. Du bist ein Loop. Loop. Ich mag die Origamis, ich mach die immer.
tun dann Level 2. Wenn es klappt. Sieht viel schöner aus. Ja. Finde ich auch so, nicht. So clean. Irgendwie. So, Level 2. Die wir jetzt eins nach der anderen versemmeln können. No! Was machst du? Bitte. Was machst du? Ich probier's aus. Es geht nicht. Steht im Changelog. Aber einer hat auch geschrieben, dass es geschafft hat. Ja, wahrscheinlich Schritt für Schritt. Oder hat die Version 06 gespielt und hat's gar nicht gemerkt. Nein, das will ich unseren Zuschauern jetzt nicht. Wie sagt man? Unterstellen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Derjenige, der es geschrieben hat, der soll doch mal nochmal bitte schreiben, ob er es Schritt für Schritt geschafft hat oder ob er es per Verifying in einem Stück zu einer Omnicard gemacht hat. Das ist eine gute Idee. Zwei Karten versammelt? Ich hab doch gesagt, ich versammle die jetzt einfach an anderen. Du Semmelrocke. Ich halte mein Versprechen ein. Mal gucken, ob es noch zu retten ist. 1:1. Und für sich brauche ich schon eine Level 3 Karte, mindestens. Damit ich bei SCP-106 die Level 4 Karte holen kann. Scheiße. Dum, dum, dum. Es gibt noch eine Chance. Und die wäre? Wenn wir diesen Raum finden. Welchen? Da mit der Ente. Da wo unten so ein Schatz ist, halt, da ist auch noch. Cool. Meine Level 1 Karte. Und wo man da hinkommt? Keine Ahnung, wo der Raum ist. Die Ente ist doch im Office-Bereich. Nein. Mann, die Ente kann überall auftauchen. Hey, weißt du, was du laberst? Das stimmt zwar nicht. Natürlich. Die Ente ist in dem Office-Bereich. Da gibt's so ein. Ach nee, stimmt, die ist nicht in dem. Aber dieser Raum ist in dem Office-Bereich. Nein, der kann auch am Anfang auftauchen. Ah oh ja. Das war vielleicht bei den Custom-Maps. Sonst ergibt es ja keinen Sinn, dass da eine Level-1-Karte ist. Weil wenn du im Office-Bereich bist, dann ist ja schon eine Level-5-Karte vorausgesetzt. Ja, es gibt darum keinen Sinn, weil früher der Raum überall kommen konnte und jetzt alles geordnet ist in drei Bereichen. Und das ist halt noch so geblieben von damals. Ah, was ist? Kannst du noch rein? Nicht so schön. Du meinst doch den. Oh. Was soll ich schmeißen? Du meinst doch den Raum, wo es so eine Treppe runtergeht und dann so Büro. Oh. Den will ich. Nein, das ist nicht. Es ist ein Pferdchen. Wie Herr. Ich glaube, einen Raum gibt's. Den müssten wir halt jetzt auch erstmal wieder finden. So. War ich da schon? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Sieht irgendwie cool. Achso, das ist das, okay. Ich lebe nicht mehr lang. Oh mein Gott. Der war doch vorhin schon mal an. Ja. So, das. 914. Da müssen wir irgendwas hinschmeißen. 914. Mastercard. Mastercard, genau. Ein bisschen weiter. So. Mastercard Weitwurf. Aber die Mastercard ist es 914. Und beim anderen habe ich schon Zettel hingeschmissen. Das war aber noch ganz weit am Anfang, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt der erste von vier möglichen Wegen, den ich gegangen bin, oder? In dieser zweiten Viererkreuzung. Ja, von da kommen wir jetzt her. Da kommt so eine Viererkreuzung. Und da bin ich, glaube ich, von links gekommen. Von da bin ich gekommen, genau. Und das war jetzt der erste von den vier Wegen, den ich gegangen bin. Die anderen waren doch... Das sind zwei Sackgassen. Da waren wir bald schon, da waren wir eben, wie du sagst, waren das Sackgassen.
Schau, war noch einer. Ja, da bin ich noch nicht hingegangen, oder? Ja. Ah. Musst du? Das hat gerade wieder so geshakt. Ach so. Ja, wenn es so shakt, dann change das die Direction. Oh Mann, warum gehst du immer rein? In der Hoffnung, dass ich irgendwas finde, aber das Radio. Okay, das heißt, wir haben es jetzt verkackt, oder? Ja. Weil ich komme sonst nicht weiter. Oder gibt's da noch was? Nein. Davor gab's ja nur den Anfang. Oder ich kann vielleicht mit etwas Glück SCP-173 dorthin locken. Und dann? Dass der mir diese Tür aufmacht. Ja, macht es. Was bleibt uns denn übrig? Ein Besuch ist es wert. Das heißt, der kann die Türen öffnen, oder? Mit ja, eigentlich schon. Aber wie die so ein Keypad haben. Wie willst du das machen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt müssen wir dem ersten Mal irgendwo wieder begegnen. Oh, hör mal auf, das machen wir. Stresst minimal. Sollen wir cheaten? Cheaten. Wir haben aber keine andere Möglichkeit, weiterzukommen. Also, Mann, ist es halt verloren, mein Gott. Cheaten finde ich scheiße. Das heißt ja nicht cheaten, das heißt use console commands. Geh mal da rein, komm, cheat da mal rein. Ist nichts und gar nichts drin. Wir kommen sonst nicht weiter. Ja. Das ist eine Ausnahmesituation. Nun, ich hab's verkackt, ist der Preis dafür. Mein Gott. Wir wollen jetzt unsere Zuschauer auch nicht langweilen. Machst du das schon? Ja. Ich habe den SCP-173 gelassen. Ich hab doch da reingelockt. Ich weiß ja nicht mehr. Ja. War ja klar. Aber wenn der jetzt weg ist, dann haben wir keine Chance mehr. Auspacken. Haben wir jetzt schon mal, dass wir gehofft haben, den zu sehen? Ich glaub nicht. Einmal, wenn man ihn braucht. Ja, der spawnt schon irgendwann mal. Wenn du alle Türen offen lässt, dann. Was ist das irgendwann? Hat das schon mal jemand so drauf angelegt? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ja, muss da vor den Spiegel stellen, ne? Machen wir so vielleicht. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hey, jetzt müsste da echt irgendwas sein, das wäre so Hammer. Mann, ja, wir haben es verkackt. Jetzt mach doch Console Commands, Junge. Was soll ich denn machen? Weißt du, wie hieß das, wo man durch no, die Wände ging? No Clip. No Clip. No Clip. Geh mal kurz da rein, weil man. No Clip on muss ich machen, oder? Ja. Ja. Und ein bisschen in der Luft schweben, ja. Damit wir nicht wieder zum Boden fahren. No Clip on. Ja. Haha. Oh, nein, nicht. Hallo, was ist da oben? Windows. So, okay. Okay. No clip off. Got it. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen, eigentlich. Du wirst es verrecken. Um zu benutzen. Das ist wieder so ein Eck. Eckbau. Du hast recht. Du darfst die Tür nicht mehr schließen. Achso. Oh. Nein, komm nicht rein. Komm nicht rein. No clip? Komm durch die. Nein, durch die eingekommene Wand. Rechts.
Rechts müsste die Wand kaputt sein. Oder auch nicht. Hm. Okay, das gibt's immer. Wie schaut es denn aus? Wenn man so nicht. Wow! Mein Gott. Was war da? Ja, der da war da. Kann ich gesehen. Leck am Arsch, Mann. Ah, siehst du. We break through. Yeah. Was ist da denn? Alter, kannst du so eine Rampe hochlaufen, oder? Geht es? Ja, was ist da denn? Ach, der, okay. Der 106er ist für noch nicht contained, der kann für noch kommen. Warte mal. Ach, da komme ich nicht hin. Ich habe eh keine Karte mehr. Glück für dich, ich bin jetzt reingegangen. Mir dann die Glocke geläutet da. Wenn es jetzt ja, aber apropos. Oh. Weißt du jetzt noch, wo es lang geht? Ich habe irgendwie voll den Überblick verloren. Da ist er hin. Bringt uns nix. Oh nee. Noch nicht laufen. Erst laufen, wenn er dich verfolgt. Ich weiß ja nicht mal, wohin ich laufe. Achso, ja, das ist natürlich blöd. Ah, da geht's. Geradeaus, immer geradeaus. Der kann, andere kann immer noch kommen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Oh, das ist schlecht. Das ist gerade denkbar schlecht. So, hier abhängen. Hast du es gerade gehört? Ja. Weil das ist der Endboss. Ich nenne ihn Endboss. Reptile. Ich glaube, das war so eine Halo. Halo. Ja, das ist blöd, das ist nicht. Ja, warte. Der ist schnell, ne? Warte, ist er. Verkackt! Warte mal, dann kommen wir. In die Pocke damit hin. An einem. Achso, wenn wir wieder rauskommen, kommen wir. Ja, kommen wir noch raus. Genau, hey, das ist auch noch was für die Kommentare. Kommt man da noch raus? Früher ist man da rausgekommen, das weiß ich. Du hast es ja einmal über diese Brücke geschafft, ja, ne? Und dann bist du in so ein Loch gefallen, dann warst du wieder hier am Anfang. Genau. Aber vielleicht, wenn man es dann ein zweites Mal schafft, oder ist es zufällig so 50-50 Chancen? Entweder landest du wieder am Anfang oder du kommst da dadurch raus. Du musst das ganze Leben lang diese Brücke überqueren. Das ist deine, um alle Mittel durchzuführende Lebensaufgabe. Ja. Viel Spaß! Ah ja, geht schon los. Hey, wieso ist. Du kannst gar nicht. Hä? Wenn du läufst, geht deine Ausdauer sofort leer. Ja. Voll schwul. Haben wir irgendwie eine Pille oder so? Medikit? Nein, gar nichts. Doch. Ja, aber das macht uns dann schneller. Strange Bottle. Take it. Location unknown. Haben wir noch nie gemacht. So. So, laufe ich jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite? Was ist besser? Auf der inneren, oder? Ist besser, wenn ich laufe. So, da, oder? Legend. Noch ein Stück. Ah, das geht sogar noch weiter. Ja. So? Noch ein Stück. Ein kleiner Schritt. Sicher? Nee. Okay, wenn er wieder kommt, dann laufe ich. Ja. Los. Da überkreuzen die Dinger sich. Das ist so behindert, Mann. Aber ich hab noch Platz, ne? Ja, aber man sieht ja ungefähr. Da ist der eine. Da ist der andere. Na. Da, also ich kann jetzt da hingehen. Ich würde so schräg drüber laufen müssen. Ui. Verkackt. Gestorben? Ja. Verkackt. Die Folge war mal für den Arsch, Mann. Naja. Also bei den Keycards bin ich in Zukunft vorsichtiger. Kann ich sagen. Kacke, Mann. Also eine Level 3 Karte brauchen wir auf jeden Fall, sonst komme ich nicht in die andere Zone. Das heißt, wenn wir zwei Keycards haben, ich würde
versuchen, zwei Level 3 Karten zu bekommen. Wenn wir zwei Level 3 haben, dann können wir mit allen versuchen, die zu einer Level 4 oder so zu machen. Alles andere ist zu riskant. Das war eine Fail-Episode. Ja. Können wir so nennen, Fail-Episode. Gut. Alles klar, wisst ihr Bescheid, Leute. Ne? Auch wenn es scheiße war, subscribe trotzdem. Für mehr so scheiße Episoden. Ciao. Ciao. Das war ein bisschen zu spät. Jetzt ist es leicht asynchron. Oh. Scheiße. Okay. Geht's schon los? Ja. So, jetzt mal so. Nein, Jungs, und du? Was hab ich da gemacht? Hast du nicht in den Maßen gemacht, das sieht man in den Outtakes. Hast du noch nicht angeguckt? Da hab ich am Ende extra die Outtakes gemacht, das sieht man das. Hast du Outtakes gemacht? Haben wir doch gesagt, wo wir am Anfang ich abgelacht haben. Ach ja, so, das. Da hab ich gesagt, alles in die Outtakes, alles in die Outtakes. Echt, da hab ich Grimassen gemacht, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Willst du sehen? Jetzt nicht, spür es mal. Merkst du, ich sag's dir dann. Morgen, Jungs. Peace.